Hallo Leute, ja, hier im Stativhimmel, wie ich immer schon so schön sage. Und zwar heute geht es mal um ein Video, und zwar geht es heute um Stative, und zwar um Low-Budget-Stative. Ich habe mir in meinem Leben schon zig Stative gekauft und möchte euch hier mal die, ich sag mal, die wichtigsten Facts mitnehmen, die ihr beim Stativekauf beachten sollt. Also meine Stative sind immer so im Rahmen, so, sag mal, bis maximal 30, 40 Euro drauf, also alles so drunter. Was gibt es hier zu beachten und was ist hier cool? Also gerade hier bei den großen Stativen hier, solltet ihr, also wenn ihr irgendwo in einem Elektronikfachmarkt seid und könnt die Teile irgendwie probieren oder sowas, würde ich euch auf jeden Fall raten, das ganze Teil mal auszuziehen. Und zwar seht ihr schon, ob diese Dinger hier, diese Halteteile, ob die sauber halten, ob das stabil ist. Also wenn das Ding ist, dass das alles stabil ist, das ist hier schon mal ganz ein wichtiger Punkt. Dann, wenn ihr das schon mal anguckt, auch mal die Dicke dieser einzelnen Stangen hier berücksichtigen. Wie gesagt, hier sind relativ, naja, so mitteldick. Hier bei dem da zum Beispiel, da ist es schon wesentlich viel dünner. Hier unten bin ich sehr, 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 hier seht ihr das, sehr, sehr dick, dünn. Seht ihr hier, diese Dinger gehen hier auch nicht so leicht auf und Quetschgefahr. Das hier noch so als Anmerkung, habe ich schon gesagt, alles noch im Rahmen. Dann, was auch oft cool ist, wie hier zum Beispiel, wenn hier so, ja, so Blühspitzzug ist, da kann man es hier sauber festhalten, das ist nämlich cool. Und was auch ganz wichtig ist, zack, muss ruckzuck hier zusammenklappbar sein, und hier, wenn so ein Griff da ist, guckt auf jeden Fall, dass so ein Griff da ist, weil dann könnt ihr es einfach schon mit einer Hand nehmen, könnt hier zum Beispiel so filmen und auch wieder zack hier ja, hinstellen. Dann, was auch noch wichtig ist, wenn ihr euch so ein Stativ anguckt, und zwar, ich gehe hier mal mit dem hier weiter vor, dann könnt ihr es besser angucken. Und zwar folgendes: Mit diesem begrenzt ihr ja letztendlich diese Drehbewegung hier um diese Achse. Könnt ihr hier aufdrehen, zudrehen. Dreht das mal auf und macht ihr wirklich so, ob das alles hier super funktioniert. Dann gibt es ja hier noch diese Bewegung, also die so rum. Da könnt ihr hier so eine Schraube aufdrehen. Und dann macht einfach mal hier so eine Bewegung, ob ihr die schön flüssig, ob das schön flüssig alles hier abläuft. Und dann schraubt mal irgendwas zu, also den hier zu, und dreht nur noch in diese Richtung, ob das auch sauber funktioniert. Macht es andersrum, dreht das zu, das auf, dass das hier nur noch sauber funktioniert. Und natürlich wichtig, hört auch, weil die ganzen Geräusche, die ihr jetzt da hört, die habt ihr später in der Kamera drin. Das ist echt scheiße, wenn ihr da. Also das würde ich aufpassen. Da gibt es auch große Unterschiede. Dann wichtiger Punkt noch, hier, was ich immer ganz gerne habe, ist hier diese Kurbel. Oh, seht ihr wenig? Muss ich in die Höhe halten. Diese Kurbel hier zum Ausfahren. Fahrt das Teil wirklich mal aus bis zum geht nicht mehr, weil mit dieser Schraube fixiert ihr das Ganze. Dann könnt ihr es sozusagen mit der Hand drehen. Und da gibt es ja auch die Billigmodelle. Und da Achtung. Bei den Billigmodellen, da ist hier keine solche schöne Kurbel da, sondern da ist nur die Schraube da, eine Schraube zum, also einfach eine Schraube rein und raus, also die bremst und also hält es fest und hält es dann nicht mehr fest. Also auf jeden Fall hier mit so einer Kurbel, das haben schon die Low-Budget-Modelle so ab 20 Euro, haben sowas, weil das ist echt cool, weil dann braucht ihr nur so machen, dann hält das schon einigermaßen, dann könnt ihr noch sauber zudrehen. Dann, ich drehe es ja mal wieder rein, zack, zack, zack. Was auch noch essentiell wichtig ist, also was ich nicht verzichten möchte, ist so, ist, ja, jetzt seht ihr schon, muss ich hier das Teil hier zusammenbauen. Wie gesagt, macht sowas auch mal alles hier. Da seht ihr nämlich, wie schnell ihr seid beim Zusammenbau, weil später, wenn ihr irgendwo mobil unterwegs seid, muss das rucki-zucki gehen können. So, zack, zack, zack. So, jetzt bin ich hier fertig. Wenn das auch noch so ein cooles Gimmick ist, weil ich gerade sehe, hier diese Haken unten, könnt ihr irgendwas dranhängen. Und ja, jetzt hier wieder weg.
Und zwar das hier. Jetzt hier kann man es hoffentlich hier. Jetzt kann man es sehen. Ja, diese Wasserwaage. Und immer bei dieser Wasserwaage, also sowas ist echt cool, weil da könnt ihr nämlich gucken, bin ich jetzt gerade oder bin ich nicht gerade. Dann, nächster Punkt. Was hier wichtig ist, ist hier oben dieses Blättchen. Und da gibt es bei diesem Blättchen hier, da gibt es auch viele Unterschiede. Nehmt das Blättchen mal raus, wenn es irgendwie kommt, und guckt euch das mal an. Hier unten drin. Also da habe ich schon viele Qualitätsunterschiede gesehen, von ganz billig nach ganz teuer. Also je nachdem, irgendwo denke ich mich mal, wenn ich das einmal zuschraube, dann ist es kaputt. Und was auch noch cool ist, also hier neben dem Blättchen, die sind eigentlich ziemlich immer die gleiche Größe. Da gibt es hier diese neuen Stative, also die ganz alten haben es noch nicht gehabt. Die haben hier so eine Mulde drin. Und wenn ihr hier euer Blättchen reinmacht, seht ihr das, dann schnappt das hier so ein. Dann braucht ihr nur noch verriegeln. Cool. So. Das nächste, was hier noch cool ist, ist hier die Wasserwaage. Sowas auch auf jeden Fall. Und was auch noch cool ist, wenn hier das hier so bewegt werden kann. Seht ihr das? So bewegt werden kann. Das ist auch noch cool. Ja, Leute. Dann weiß ich auch schon nicht mehr hier in diesem Video. Wünsche noch viel Spaß. Nicht vergessen, hier oben abonnieren. Hier geht es zum nächsten Video. Viel Spaß beim Stativkauf. Auf Wiedersehen. Euer Elektrotechnik, wie immer hier in Verbindung.